Vielleicht ist das ja dann der nächste Schritt. Das wäre natürlich toll. Wenn er dann auch noch spülen kann, dann ist es natürlich. Aber vielleicht brauchst du dann eher so eine Kette, wo er sich dann ran. Stephanie! Elisabeth! Konstanze! Maria! Aha! Meier! Ich bin beeindruckt! Wenn man so viele Vornamen hat, dann kann man sich jeden Tag einen anderen aussuchen. Ja, stimmt! Wo kommen die alle her? Hab ich noch nie drüber nachgedacht, das sollte ich vielleicht machen. Ich stelle mir jetzt mal anders vor. Ja, sicher! Mein ganzer Name ist eben Stephanie, das wollte mein Vater, dass ich so heiße. Konstanze wollte meine Mutter unbedingt. Deswegen hat sie das dann in den Nachnamen reingenommen. Maria war meine Oma. Oh, schön. Elisabeth meine andere Oma. Mm. Und Meier eben der Nachname. Der Nachname. Toll. Ja. Und eigentlich hätte ich sogar noch Rinner. Wie heißt du? Rinner hätte ich sogar auch noch reinnehmen. Aber Doppelname. Irgendwann reicht es. Ah, okay. Wow, das ist ja schon fast aristokratisch. Oder? Also deine Mama ist aus Kärnten. Mm. Und du bist ja in Breitenfurt aufgewachsen. Genau. Wie ist es da so? Ruhig war es. Wir haben direkt neben so einem Reiterhof gewohnt und hinter uns war Wald. Ja, also, nice. Sehr ruhig. Und reitest du auch? Bist du Pferdeliebhaberin? Ja, ich bin allgemein ein Riesentierfan. Okay. Aber ja, ich bin auch viel geritten früher. Aber ja, ich hatte früher auch sogar ein Pferd, den Anton. Okay. Oh. Was war das für ein Pferd? Ich weiß es gar nicht. Wir haben den vom Schlachthof gerettet. Die wollten ihn einschläfern und meine Schwester wollte unbedingt ein Pferd haben. Und dann hat sie ihn halt gesehen und meine Mutter hat einfach gesagt, du musst ihn nehmen. Und dann hat er mal einfach den Anton mitgenommen und genau ihn gerettet. Und ja, der ist dann gar nicht so alt leider geworden, aber er hatte schöne Jahre noch. Hast du viel Zeit dann mit Tieren verbracht? Das ist so in generell, wenn du sagst, du bist eine Tierfreundin. Ja. Nice. Ja, also ich bin immer mit Tieren aufgewachsen. Ich hatte immer Hunde, Katzen. Also ich bin ein sehr großer Tierliebhaber. Bist du gut in Hundeerziehung? Weil ich bin miserabel. Ich mache sogar Katzentraining. Du wirst es nicht glauben. Wahnsinn! Ja, meine Katze ist ein Naturtalent. Die kann Sitz, Platz, Pfote, Männchen, alles durch die Wand. Und er macht das wirklich, also es macht ihm richtig Spaß. Er ist richtig krantig, wenn ich nichts mit ihm mache. Okay. Es gibt ja auch Katzen, die können aufs Klo gehen. Aufs tatsächlich Klo? Die Katzen. Ja, aufs Klo. Das habe ich irgendwie. Mir wurde das mal erklärt, du musst mit einer Frischhaltefolie anfangen, damit sie sich daran gewöhnen, dass sie nicht rein. Blablabla. Irgendwo mal gesehen, so ein Video, aber das geht doch zu weit. Vielleicht ist das ja dann der nächste Schritt. Das wäre natürlich. Wenn er dann auch noch spülen kann, dann ist es natürlich. Aber vielleicht brauchst du dann eher so eine Kette, wo er sich dann ran. Stell dir vor! Also, da gehe ich zu der Supertalentin, wenn er das kann. Oh Gott, I'm gonna swing from the chandelier here. Sehr super. Du sag einmal, du hast ja schon sehr früh Showbusiness-Luft geschnuppert. Mhm. Oder du warst das Kind schon, was habe ich da? Kommissar Rex, Tom Turbo, ich liebe ja Tom Turbo. Ja, ich den auch. Bin ich aufgewachsen. Wirklich? Ja, voll. Fritz Phantom war, glaube ich, mein, kann man das so sagen? Mein Sexual Nightmare. Also, was hast du denn Kommissar Rex gespielt? Immer nur so kleinere Rollen. Also so einmal sind wir in Schönbrunn gewesen und bin ins Springseil gesprungen und dann kam halt her und hat irgendwie gefragt, ja, habt ihr den und den gesehen? Und ja, so solche Sachen. Und du so, ja. Und bei Tom Turbo hast du was gemacht? Rätsel gelöst. Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß es auch nicht mehr. Also wie alt warst du denn da? Ja, klein. Ganz schon klein. Sicher 6, 7. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Bist du doch auch Schauspieler. Also offensichtlich. Ja. Aber Musical-Darstellerin eigentlich. Ja. Also das ist so der Whole Package mit Tanz, Singen und Schauspiel. Und was ist denn so deine Masterpower? Masterpower? Ja, ich ist schon, glaube ich, der Gesang. Ja. Ja. Also das ist auch so, wo mein Herz brennt dafür, glaube ich. Also. Aber brandaktuell bist du in Roxy, ist das richtig? Ja. Ich kenne das Musical nicht so gut. Worum geht es da? Roxy, eine Operette, oder? Ja, genau. Es ist eine Operette. Ah, okay. Und das Wunderteam eben. Und es geht um Fußball. Es geht einfach hauptsächlich um Fußball. Okay. Um die ungarische Nationalmannschaft. Und genau, wir sind so die
Groupies, so ein bisschen auf der Art. Also die Freundinnen von den Fußballern. Okay. Ja. Spannend. Ja, das wird sehr spannend. Im September geht es dann los und es wird viel getanzt, viel gesungen und... Am 11. September. Ja. Habe ich gesehen. Bist du, das heißt, du bist da ziemlich schnell, wenn es darum geht, Choreos zu picken und das nachzutanzen. Ach so, das sollte man jetzt meinen, ja. Dabei ist es, du, ich würde mir urschwer tun mit sowas. Ja, ich weiß, ich bin jetzt auch nicht die Schnellste, glaube ich. Aber wenn ich es dann mal kann, dann kann ich es. Dann hast du es drauf. Im Normalfall, ja. Du, aber jetzt mal auch out of the blue ein bisschen, wie war die ganze Stamenia-Erfahrung für dich? Wie hast du dich da gesehen in diesem Gefüge an Kandidaten? Hast du gut Anschluss gefunden? Habt ihr gerade gehabt? Ja, ich meine, also wir mit diesem Restriction war es natürlich... Ja. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Also ich muss schon sagen, es war schon sehr lustig. Wir haben viel Blödsinn gemacht auch. Also ja, das Corona war halt leider ein bisschen so der Buh-Thema. Ja. Der Bonner-Killer. Das war halt sehr schade, weil dadurch ist halt auch viel weggefallen, einfach was wir zusammen noch machen hätten können und so. Aber dafür, wir haben es sehr gut ausgenutzt, würde ich sagen, die Zeit. Also wir haben sehr viel Spaß gehabt. Und so prinzipiell die Fernsehluft hat er taugt. Ja. Studio, Inspizientinnen. Ja, es war schon sehr, also was wirklich ungewohnt war, war dieses In-Ear-Singen. Ich habe das davor nie gemacht. Ah, okay. Das war wirklich eine neue Welt für mich. Also ich habe wirklich Respekt vor allen Leuten, die das da gemacht haben. Und das so gut damit zurechtkamen. Ja. Ich habe mich so schwer getan. Ganz ein anderes Gefühl, ja. Du singst ganz woanders. Ich weiß, ich habe mich ganz anders gehört und es hat mich ganz schwer verwirrt. Jetzt machst du aber allein ein Projekt. Ein avantgardistisches, ein Avantgarde-Projekt steht zumindest auf der Homepage bzw. auch auf der Seite von der Volksoper Wien. Wie kann man sich dein Projekt so vorstellen? Was ist die Inspiration? Wie klingt das? Warum muss man sich das anhören? Und was ist so avantgardistisch? Ich glaube, ich versuche einfach so ein bisschen vom Kommerz wegzugehen eben und einfach so neue Welten ein bisschen zu zeigen. Ich weiß es nicht, also ob es jetzt ganz neu ist, glaube ich jetzt sowieso nicht. Was kann man schon noch neu erfinden irgendwie? Mm. Aber ja, ich mache einfach, glaube ich, das, was mir Freude macht und das, was ich spüre in dem Moment. Und ja, genau. Also es kommt jetzt eh auch ein neuer Song dann raus. Das wird wieder ganz was anderes. Also ich glaube, ich setze mir da jetzt auch momentan keine Grenzen. Probiere mal einfach alles durch die Bank durch. Cool. Weil, ja, ich weiß auch selbst, glaube ich, noch nicht ganz, wo ich genau hin möchte und wo ich genau bin. Und deswegen... Das ist auch so eine never-ending Story, kommt mir vor. Also immer wieder steht man woanders und denkt sich, ach, das ist es jetzt. Und dann so, ah, maybe not quite. Eben, aber es ist auch eigentlich doch schön, oder? Ich glaube, man kann sich da noch dauernd neu erfinden. Also. Du, wir haben uns so nette Rubriken ausgedacht in unserem OZA-Talk. Entweder oder. Große Fragen, die die Welt beschäftigen. Okay. Wir fangen an mit... Meer oder Berge? Meer. Wann warst du das erste Mal am Meer? Ich glaube das Baby. Irgendwann mal mit meiner Mutter. In Italien dann bestimmt, oder? Lignano oder so. Ja, und das ist immer so schön. Wir sind mit den Hunden rausgefahren auf so einen Campingplatz durch das Meer. Also das ist ein Sandstrand. Du, welcher Typ bist du? Schauen wir mal oder let's go? Let's go. Das ist echt auch so eine Frage, wenn die Antwort nicht schnell genug kommt, dann ist man sofort eindeutig. Ja, das stimmt. Schauen wir mal. Also du bist eine sehr spontane Person. Ja. Gorgeous. Ja. Haben oder sein? Sein. Ja, richtige Antwort. Ja, die richtige Antwort. Süß oder bekannt? Kann ich beides nehmen? Ich mische so gern. Nice. Wirklich? Also so Pizza Hawaii, Toast Hawaii und so. Ja, ich liebe das. Möchtest du das nicht? So Marmeladeselle mit Schinken und so? Beispielsweise Schokolade. Ja. Und dann dazu Chips essen. Ah, ja. Oh, ich liebe also Chips, Schokolade. Habe ich noch nicht probiert. Du, jetzt machen wir noch ein bisschen Word Rap, sie. Ich dachte, ich muss rappen. Aber okay. Almost, you can, if you want. Also es sind unvollständige Sätze, die wir von dir gerne vervollständigt bekommen hätten. 10 Minuten vor dem Einschlafen mache ich mir Gedanken über das Leben und lese dann noch ein Buch. Ah, also du liest. Und da kommst du ein bisschen runter und dann
Und dann kannst du gut also sein. Also ich versuch's, also ich nehme es mir vor zu lesen am Abend, aber ich schaff's eh nicht. Und was ist es wirklich? Na, meine Katze ist es dann eigentlich am Ende. Oh. Schläft ihr mit im Bett? Ja. Ja. Oh, er ist so süß. Er ist wirklich süß und er liegt immer so am Kopf. Aber er ist halt auch so, er ist am Abend, er will dann immer noch Aufmerksamkeit und dann liege ich halt da und will schlafen und dann kommt er her und ich spüre jetzt auf meine Pfote in meinem Gesicht. Der will noch einmal High Five. Ja, der will noch mal ein bisschen Rolle, Salto rückwärts. Süß. Für mich wünsche ich mir ganz viel Liebe und Gesundheit, Freude, alles, was einen glücklich macht. Yes. Ja. Unser großartiges Team hat auch Fragen eingesendet und die haben wir dann hier gesammelt und jetzt würde ich dich bitten, dass du dir eine aussuchst und die dann wahrheitsgetreu beantwortest. Wahrheitsgetreu. Okay, ich gebe mein Bestes. Ich nehme mal die rosa, weil die schaut am harmlosesten aus. Ja, das ist, glaube ich, auch relativ harmlos. Vielleicht stimmt das auch. Was ist dein Guilty Pleasure? Oh, spannend. Uiuiui. Lass es raus. Uiuiui. Ich glaube, mein Guilty Pleasure ist Keeping Up with the Kardashians. Kim Kardashian in general, I have to say, Guilty Pleasure. I love her. She's gorgeous. Sie sagt auch immer so gescheite Sachen. Ich liebe sie. Na wirklich, ich finde sie. Ja. Ich habe das nie geschaut. Ich habe das, habe ich echt verpasst. Ihr habt keine Guilty Pleasures. Of course I have. Naja, dann du warst es ja. Dann hör doch mal raus. Nein, ich weiß nicht, welchen du gerade im Kopf hast. Nein. Ja. Deine Guilty Pleasures. Welche von deinen? Frau. Ja, was ist das? Nein. Ja, doch, ich schau das. Nein. Oh Gott. Ich schau das, ich brauch das, mich unterhält das. Ja, jetzt bin ich soweit. Ja. Ach Gott. Oh Gott, ja, beispielsweise Vampire Diaries vielleicht so. Ja, lovely, heaven. Ja, du, Steffi, vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Dankeschön. Dankeschön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Was wünschen wir denn jetzt? Na, wir wünschen dir von Herzen Liebe, Gesundheit. Ja. Und dass du glücklich bist und bleibst. Genau. Danke. Yes, danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank!